Stellt euch vor, jemand nimmt euer geliebtes Haustier weg. In unserem Fall mussten wir Patchy zurückgeben, auf den wir über einen Monat aufgepasst haben. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie traurig Theresa gewesen ist. Aus diesem Grund werde ich sie heute überraschen. Schon in Ibiza wollte ich sie einmal mit einer Nacht in einem 5-Sterne-Hotel überraschen. Damals hatte das leider nicht geklappt. Wir standen davor und mussten wieder umkehren. Aus diesem Grund werde ich es heute noch einmal versuchen. Ich habe eine Suite im Titanic Chausee Hotel in Berlin gebucht. Außerdem habe ich noch eine Überraschung dabei, die ihr vielleicht helfen wird, über Patchy hinwegzukommen. Ihre Reaktion wird bestimmt krass. Ich hoffe nur, dieses Mal geht nicht schief. Also, ich habe Theresa jetzt gesagt, sie soll sich ganz schick machen. Sie weiß nicht, was sie erwartet. Ich mache mich jetzt auch schick und dann geht's auch schon los. Okay, Leute, ich bin fertig umgezogen. So, der Boy sieht wieder fresh aus. Seiten sind auf Kontostand. Und Bro, hättest du auch Bock auf Hotel jetzt? Ja, bitte, lass uns zwei gehen. Ja, lass uns schnell alleine gehen. Theresa, es ist Zeit! Okay, let's go. So, bist du bereit? Nein. Ach, ab jetzt darfst du dann deine Augen verbinden. Warum? Ja, es soll doch eine Überraschung sein. Aber mein Make-up! Was soll ich machen? Überraschung ist Überraschung. Yep. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Kommentar-Shoutouts gehen raus an Kokos, Melissa und Lara. Danke fürs Kommentieren. Wir sehen uns gleich, okay, Leute? Okay, Theresa, aussteigen. Ja, aufpassen. Alter, du siehst aus wie so ein Promi, der nicht gesehen werden darf. Gleich sind wir angekommen, Theresa. Ah, aufpassen. Okay, Theresa, es ist soweit. Du darfst abziehen. Dreh dich mal um. Hast du Bock? Hey, was machen wir hier? Wir checken ein. Wann ist Checkout? Checkout ist gleich. Geil. Ah, schön. Schönen Abend. Danke Ihnen. Das ist ja schon sehr sick. Was sagst du dazu, Theresa? Ja, ist okay. Ist okay? Alter. Ab in den Aufzug. Welcher Stadt ist es? 6. Okay, ich bin schon gespannt, wie die Suite aussieht. Wir gehen heute in Wellness. Wir gehen heute in Wellness. Wir gehen heute in Wellness. Muss man auch die Karte hinhalten. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass meine Haare extra schön fresh sind? Muss man da die Karte hinhalten? Na gut. Haben wir hier ein Fitness? Ja, natürlich haben wir hier ein Fitness. Besser so. Alter, wir sind hier auf Luxus angelehnt unterwegs. Okay, Leute, es geht los. Ich öffne die Pforten. In die Suite. Okay. Damn! Welcome to my crib, my Come here, come here. Wir fangen an beim Wohnzimmer. Wir haben hier eine Couch, wir haben hier einen Flachbildschirm. Dieses Wohnzimmer ist im Barock-Style. Das ist ganz sicherlich kein Barock-Style. Du hast keine Ahnung. Ich bin Interior-Designer. Weiter geht's ins Echelach-Zimmer. Komm ich sie. Noch einen. Oh. Flachischirr. Einen wunderbaren Ausblick in den Hinterhof. Das war ein Witz. Geh weg. Okay. Langweilig. Okay. Das Bett. Wow, das sieht natürlich schön aus. Das ist entweich! Digga, da macht sie einfach schon mal direkt das ganze Interior-Design kaputt. Oh, schaut mal, das finde ich halt auch nice. Aber was ist das? Kann man das hier zuziehen? Ja, das kann man auf- und zuziehen. Kann man das Schlafzimmer. Okay. Oh, shit. Okay. Sowas brauchen wir auch. Wie, in unserem zukünftigen Haus. Okay. Dieses Badezimmer. Das Badezimmer ist mein persönlicher Favorit. Ich habe es noch nicht mal gesehen. Oh mein Gott, wie geil! Schau mal, du duschst halt in dem Gang, in dem du in die Badewanne gehst. Das ist halt schon sehr, sehr nice. Holy shit! Du machst quasi deine Duschtür zu und bist... Das heute geht es auf jeden Fall noch in die Sauna, ins Spa-Bereich. Erst Fitness, erst dann Fitness, Belohnung. Dann eine Belohnung und dann Essen oder Essen davor? Fitness, Essen, Spa. Perfekt. Sauna schieben wir noch dazwischen. Perfekt, so machen wir das. Okay, Leute, Theresa zieht sich jetzt um. Ich glaube, ihr hat die Überraschung gefallen. Ah, und heute Abend werde ich ihr ihr kleines Geschenk geben. Ihr wisst ja Bescheid, ich habe eine Kleinigkeit für sie vorbereitet. Als erstes gibt es jetzt ein bisschen Sport. Und Essen dabei. Okay, dann mach mal. Also Leute, Theresa checkt jetzt ab, ob es hier einen Roomservice gibt. Für nach dem Fitness direkt was zu essen ordern. Da passiert nichts, muss bestimmt irgendwas vorbei. Hä, ist das abgesteckt oder was? Dann wählen wir was. Ah, hier. Wählen Sie die Zimmernummer, wählen Sie 0 plus
Wählen Sie 0. Achso, hier, Leute. Hier, okay, auf 6. 100 Zimmerservice. Okay. Bin gespannt, frag mal. Willkommen beim Chrisboller Kundenservice. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte und? Warten Sie einen Moment. Soll ich es mal probieren? Warte mal. Ich glaube echt, dass da irgendwas schief läuft. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Passiert da was? Nee. Aber hier. Was steht da? Learn more about us und subscribe. So dumm einfach. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Irgendwie geht hier kein Roomservice dran. Ja. Es wird nicht geskippt. Wir gehen jetzt erstmal ins Gym. Bist du ready, Theresa? Born ready. Let's go! Jo Leute, ich habe ein richtig krasses Gerät gefunden und Theresa muss es jetzt ausprobieren, okay? Das ist die Stretchy Bank. Hier wird gemessen, wie flexibel man ist. Früher wurden Leute so gefoltert. Glaubt ihr, dass es nach dem Training gesund ist? Natürlich, stretchen ist immer gut. Nach dem Training? Ja, yeah. Also Leute, Theresa legt sich jetzt da drauf und merkst du schon was? Ja, bei 40. Ja, okay, wir sind bei 40, Leute. Zieh weiter, zieh an. 50. 50, und wie fühlt sich's an? Mach weiter! Ich glaube, ich hätte es mehr können. Jetzt zieh mal weiter. 50. Zieh weiter. Komm, 90 Grad, bitte für mich. Nein. Doch, 90, komm. Kann ich. Also knapp 80. So Leute, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ganz entspannt machen wir jetzt die 110 Volt. No way. Ah, oh mein Gott, Rick. Leute, er ist einfach ans Limit gegangen. Junge! Geisteskrank. Geh mal, schau mal, wie ist das mit einem Bein? Ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt was zu essen bekommen. Das ist so ein krasser Burgerladen. Dann gönnen wir uns doch da, der Hassier-Burger, oder? Auf Cheat angelegt. Kurze Frage. Es gibt hier doch auch ein Burger-Restaurant, oder? Ist das offen? Ja. Okay, gleich an rechts. Okay, super. Alles klar, das wird kalt jetzt, Theresa. Der Hassier-Burger. Direkt hier wieder rein. Okay. Burger. Das klingt doch schon mal gut. So Leute, das ist jetzt schon ein kleines Downgrade. Wir haben versucht, Roomservice zu machen. Jetzt mussten wir runtergehen und unser eigenes Essen holen. Was soll's? Ich meine, wir haben immer noch gesunde Beine und man kann das jetzt schon machen. Aber wenn man eine Suite bucht, dann erwartet man sowas eigentlich schon, denke ich. Natürlich. Ein Sternabzug. Ein Sternabzug, Leute. Warum hängst du jetzt das Bild ab? Weil wir im Krieg sind. Hä? Ja, im Krieg mit der Wildbahn. Wir müssen die noch überholen dieses Jahr, weil die haben schon 1,1 Millionen fast. Was hat denn das Bild damit zu tun? Leute, helft mir und abonniert den Kanal, damit wir die Bild überholen. Mich nervt es, dass die mehr Abos haben als wir. Kann doch nicht sein. So, jetzt kannst du das Bild auch wieder aufhängen, oder? Nein, Mann. Hör auf mit dem Schmarrn. Häng's wieder auf. Okay, Leute, Theresa und ich, wir sind eigentlich auf einer Diät und wir haben so ein Essen seit sehr langer Zeit nicht gegessen. Ja, wir cheaten heute einmal. Ich will essen. Dieses Mal muss ich langsamer essen. Wie letztes Mal, als wir auch gecheatet haben, da haben wir einen Thai-Curry gegessen, haben einfach einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt. War ich viel zu schnell, weil es hat so gut geschmeckt. Ich war so... Dann gut Appetit. Danke, ich esse eine Curry Fry. Das war echt eine Fresse. Leute, sag mal, was ihr davon haltet, wenn Mädels neben euch rülpsen. Hey, das ist total sexistisch. Das wirst du nicht in dein Video nehmen. Leute. Mädels, diese Diskussion genau hätten wir schon öfter. Pupsen, ja, aber ich meine, ich tue es ja auch nicht vor dir. Das ist halt irgendwie so ein bisschen. Okay, Leute, es ist Zeit für die Sauna. Wellnessbereich, mal schauen. Autsch. Das muss irgendwie zensiert werden. Okay, Leute. Kommen wir sofort! Ist das du? Komm jetzt! Ich komme ja schon! Okay, wir können! Okay, ich bin schon gespannt, was sie sagen wird. Geh mal, oder?
Okay, Leute, es wird jetzt echt schwer, da drin zu filmen, weil, ja, ist ja eigentlich nicht erlaubt mit Handys. Mal gucken. Let's go. Okay, Theresa macht jetzt das erste Bad. Sie testet das jetzt mal an. Ciao. Ist das so schlimm oder war es jetzt übertreiben? Okay, warte. Hey Leute, das ist die Sauna. Ich zeig's euch einmal schnell, bevor hier die nächsten Gäste kommen und wir hier aufhören müssen zu filmen. Naja, jetzt gehen wir da erstmal rein. Let's go. Ich muss jetzt die ganze Zeit sneaky mit dem Handy filmen. Wir sind jetzt aber fertig. Es war super entspannend. Und jetzt gehen wir hoch. Theresa, willst du noch einmal diesen Eimer hier machen? Nein. Let's go, jetzt noch. Ich auch. Oh mein Gott, Paparazzi. Oh mein Gott. Herein spazieren. Kommissarin. Ich muss pinkeln. Na. Leute, ich hätte jetzt gehofft, dass sie straight ins Zimmer geht, aber muss ich wohl noch kurz abwarten. Ist ein bisschen cringe, so hinterher zu laufen. Aber ich will natürlich die Reaction haben. Was ist los? Geht's? Gut, und dir? Wollt ihr den Film anschauen, oder? Nee, ich muss noch arbeiten. Okay. Theresa. Was? Schau mal ins Schlafzimmer. Will ich das wirklich? Okay. Let's go. Ich will nicht. Jetzt komm schon, guck rein. Oh. Oh. So cute. Ich dachte kurz, es wäre Patchy. Dankeschön. Oh. Die riechen gar nicht. Echt nicht. Überraschung gelungen. Gefällt er dir? Ja. Nice. Ja, das ist süß. Guck mal. Leute, Theresa hat... Das hat jetzt ein Paris-Vibe. Apropos Paris, freust du dich schon auf Paris? Oh yeah, freust du dich schon auf Paris? Natürlich. Gefallen euch Vlogs? Sollen wir einen Vlog aus dem Paris-Trip machen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Paris-Vlog wollt. So, Theresa, Schlafenszeit. Wo ist Patchy? Hier. Cute. Okay, jetzt mach mal ein bisschen Platz da. Nein, du schläfst doch nicht auf hier. Natürlich. So. Ich habe bei der Chile gesehen, dass die so eine Kissenwand immer zwischenbaut. Für was, oder? Dass man sich nachts nicht stört. Ich würde sagen, du gehst einfach auf die Couch. Raus. Raus. Das geht nicht mehr. Patchy, renn! Na! Oh. Hast du nicht gemacht! Guten Morgen, Leute! Theresa, wie fandest du die Überraschung? Schön. Nice, Leute! Checkt auf jeden Fall noch das letzte Video mit Patchy ab. Es war super eklig, aber natürlich auch süß. Und gebt dem Video auf jeden Fall ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!